Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck BP. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus England und ist in der Öl- bzw. Energiebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 5,7%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier im aktuellen Wert von ca. 42% und das liegt in einem sehr guten Bereich, würde ich sagen. Deshalb vergebe ich hier einen ganzen Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier im aktuellen Wert von ca. 30% und auch das ist sehr gut, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir ebenfalls einen ganzen Punkt. Das dritte Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, allerdings ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich gesunken und zwar von 0,24 auf 0,22 britische Pfund die Aktie, denn hier gab es insgesamt zwei Dividendenkürzungen und deshalb vergebe ich hier also keinen Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich ebenfalls gesunken und zwar von 0,21 auf 0,09 britische Pfund die Aktie, denn hier gab es einmal eine deutliche Dividendenkürzung und deshalb vergebe ich hier einen halben Minuspunkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um ca. 6,7% gefallen und deshalb vergebe ich hier insgesamt einen Minuspunkt. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende ansteigen und zwar von 0,22 auf 0,24 britische Pfund je Aktie und hier gibt es von mir einen ganzen Punkt. Das letzte Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Gewinn je Aktie fallen und auf 0,69 auf 0,42 britische Pfund je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenschätzungen und hier vergebe ich keinen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt BP in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 1,5 Punkte von 7 maximal möglichen Pluspunkten und in meiner Dividendencheck-Ampel landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien 2024 bei meinem Dividendencheck und hier landet BP momentan mit den 1,5 erreichten Punkten hier auf dem 12. Platz, also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Und jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 9. September 2024 und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie des Verlaufs des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war's dann noch wieder mal mit diesem Video, den da zum Schluss der Hinweis. Mein Check gibt mir eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.